Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, wie gestern besprochen, habe ich hier meine Karre mal reparieren lassen. Ich habe jetzt auch tatsächlich keine vernünftige Fracht zurückbekommen, sprich Geschenke zurück habe ich schon bekommen, aber wir fahren jetzt einfach wieder in die Niederlande, ja, nach Holland, ne? So, das heißt, Fracht abholen aufs Schiff. Und dann bin ich mal sowieso gespannt. Ja, das stört mich nicht, weißt du? Ich habe genug auf dem Konto, ne? Eigentlich müsste ich wegen Reichtum rausgeschmissen werden oder so. So. Ja, wir wollen ja die Geschenketour fertig machen, ne? Haben wir ja gesagt. Also, hier gibt es nicht mal Mittelstriche, ey. Was? Plus 17 km/h kosten 1200 Euro. Ihr seid doch bescheuert. Eine ganz schöne Summe. Ich finde die Preise ein bisschen unrealistisch. Aber okay, dadurch, dass wir so viel Penunzen an Bord haben, soll es mir egal sein, ne? Ich habe irgendwie auf meinem Kopfhörer wieder ein extremes Gefühl von Verzerrung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt, aber... So, 415 Kilometer insgesamt. So eine Tour hatten wir schon mal so in der Art, ne? Wir fahren ja jetzt im Prinzip den gleichen Weg wieder zurück. Das hört sich schon geil an, oder? Aber mal davon ab, war hier eben ein Blitzerfahrzeug, also Polizei, oder... Eieiei, was für Brücken. Lecco mio, da kriegst du ja Hämorrhoiden bei, du. Da ist gut, von daher tasten wir uns mal rein in diesen Verkehr hier. Ja, dann wollen wir mal beobachten, ob wir durch die Aktivierung weiterer Jessicat-Fahrzeuge hier mehr Verkehr haben, aber es sieht schon dichter aus, ne? Kann das sein? So.
So, fahren wir links. Ja, Siste, ordentlich Gas hier. Ich hätte euch gerne noch so ein großes Containerschiff gezeigt, aber ich befürchte, da kommen wir nicht mehr hin. Sah schon geil aus. Wie war das? Hapag Floyd oder so ähnlich haben sie das genannt. Mann, ey, heute aber früher gemacht, den ETS 2. Gestern, das war doch reichlich spät, nach unserem Livestream. Nicht, wir haben jetzt heute, haben wir Montag Aufnahmetag und Sonntag die Folge aufgenommen. Für Montag war es schon reichlich, reichlich spät. So, wir bleiben ja auf dieser Bahn. Ich bin reichlich dumm manchmal, aber gut, wir sind in England. Wir haben ein Problem, Houston. Wir mal Folgendes machen. Habe ich Fenster auf? Hallo, Sheriff. Ja, super. Scheiße, Mann. Schön, dass er weiterfährt. Können wir nämlich Folgendes machen. Wir nutzen jetzt einfach mal die Gegenfahrbahn aus. Mal, wo muss ich denn hier rein? Da geht's doch gar nicht geradeaus. Ach, ich hätte oben auf die Autobahn müssen, wa? Hätte gar nicht hier runterfahren dürfen, oder wie sieht das aus? Ich bin falsch abgefahren, aber egal. Ups, Entschuldigung. Ich bezahl's auch. Dieses bitte nicht nachmachen. So, jetzt sind wir wieder richtig. Wie komme ich denn dazu, da abzufahren? Unglaublich. Hier muss ich runter. Hier muss ich jetzt aber runter. Nicht wieder so schnell wie beim letzten Mal. Wir haben schon mal Glück gehabt, dass wir nicht umgekippt sind. So.
so kann's gehen. Wisst ihr, Mensch, ich habe heute gar keine Themen zum Quatschen. Ist das nicht schlimm? Legt sich aber gut in die Kurve, du mein lieber Herr Gesangsverein. Hupsala. Ich glaube, ich habe einen Stau verursacht. Bad Oldesloe, Mensch, grüß dich. Schmechel, Bad Oldesloe. Ich fahre wie ein Henker. Alter, die fahren aber auch einfach, ne? Da kennen die ja nichts, ne? Ich hätte gern ein paar nostalgische LKWs hier drin, so den oder Trailer von Firmen, die es nicht mehr gibt. Ich muss mir mal so einen Jessicat-Mod angucken. Vielleicht sollte ich die Lenkungskamera wieder einstellen. Dann gucke ich so ein bisschen in die Kurve rein. Sonst müsste ich das immer mit der Maus steuern. Wir könnten das ja mal ausprobieren. Aber ich will dieses natürlich in dieser Folge noch zu Ende fahren. Aber wenn ich mir jetzt so meine Kilometer anschaue, glaube ich, klappt das nicht so ganz. Aber wir machen es trotzdem. Pass mal auf. Optionen. Grafik wahrscheinlich. Helligkeit, Auflösung, Bildwiederholrate 60 Hertz. Mehr haben wir nicht. Kantenglättung, Gasdichte. Also hier ist es nicht. Wo könnte das denn sein? Unter Gameplay dann nur noch. Kartenausrichtung, bla bla, Regenwahrscheinlichkeit, Filtersequenzen, Getriebeart. Weil ich habe ja kein Head-Eye-Tracking. Das wäre natürlich nice, aber ein gescheites Head-Eye-Tracking kostet auch richtig Asche, was ich nicht habe, von daher. Achso, der ist hier sowieso aktiviert. Das erstmal so mittig stehen lassen. Wir gucken uns das mal an. Wisst doch gleich, was ich meine. Vielleicht ist das gar nicht. Oh, bis Europort sogar. Dann haben wir es ja gar nicht so weit. Dann können wir das in dieser Folge doch ohne großartige Dinge. So, Europort ist ja in Amsterdam. Dann könnten wir das ja vielleicht doch in dieser Folge komplett zu Ende schaffen, ohne zu überziehen. Ist das nicht cool? Wieder vergessen, die Karre auszumachen. Ah ja. Da muss man sich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass er sich so, ne? Aber das meine ich, dass man hier so ein bisschen zum Fenster rausguckt. Wollen wir mal schauen, ob ich das so lasse, weil er reagiert. Naja gut, er reagiert jetzt nicht so extrem. Aber wenn man natürlich hier eine Kurve hat, dass man da so ein bisschen mehr reinguckt, ne? Ist eigentlich ganz schön. Fand ich früher etwas nervig. Wobei es hier natürlich dann scheiße ist, ne? Doch 113 Kilometer noch, na mein Gott.
muss ich auch erst dran gewöhnen hier, du meine Güte. Und tanken könnten wir mal, wa? Wird langsam trocken im Tank. Ich dachte, wir müssen... Aber ist Europort... Nee, Europort ist Rotterdam, ne? Ja, ja, klar. Komme ich denn darauf, dass Europort Amsterdam ist? An die Kamera muss ich mir auch erst gewöhnen, du. Hier, glaube ich, hätte ich Angst, mit dem Trailer durchzufahren. Da muss ja Schiss haben, dass es dir das Dach weghaut. Aber wenn ich die gegenüberliegende Seite sehe, ist es ja offensichtlich mehr als genug hoch. Aber es täuscht halt, wenn man hier so rausguckt, ne? Fahr mal rüber. Da vorne kommt wieder dieser Donnerwetter. Sind hier Schläge im in der Straße. Hier ist der Flugplatz wieder. Alter, du meinst, der landet auf der Autobahn, da, ganz ehrlich. Jesus Maria. So, gleich haben wir es geschafft. 24 Kilometer noch. 5 Minuten mehr als gewohnt. Ne, jetzt wird ein bisschen mehr als 5 Minuten, glaube ich. Wir haben jetzt schon 19 weg. Aber alles gut. Ups. So schnell kommt man ins Schleudern. Rein, aber hier. Von hier bin ich gespannt, ob diese Fahrt gezählt wird, weil wir ja... Aber guck mal, der weiß, wir haben Geschenke drauf, auch für ihn, und von daher lässt er uns durch. Ist das cool? Aber unlogisch von der KI.
Oder gab es da eine Ampel? Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet. Dann wäre es richtig. Und ich habe Glück gehabt. Oh, Mensch. So, und da sind wir beim Empfänger fast angekommen, wenn die... Alter! Wenn diese rote Ampel nicht wäre. Mal gucken, wo wir hinparken dürfen. Also beim Rückwärtsfahren ist das mit der Lenkungskamera ziemlich Käse. Geht ja gar nicht, hallo? Aber egal, hat funktioniert. In diesem Sinne, liebe Leute, natürlich haben wir die Fahrt geschafft und die Tour wird hoffentlich auch angepasst. Wir haben es natürlich ausgezeichnet gemacht, müssen jetzt erstmal irgendwie tanken und können fortfahren. 5 von 15, 10 Touren müssen wir noch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid und bis dahin. Ciao, ciao, macht's gut. Tschüss.